Wölfe spielten eine wichtige Rolle im Ökosystem des Yellowstone-Nationalparks seit seiner Gründung im Jahr 1872, doch bis 1926 war ihr Bestand durch die Jagd praktisch ausgelöscht worden. Das Verschwinden der Wölfe wurde zum Symbol menschlichen Eingriffs in die Natur. Mit der Besiedlung des Landes durch Europäer gerieten die Wölfe in Bedrängnis und die Ureinwohner, die sie respektiert hatten, wurden anfällig für Veränderungen. Die Ausrottung der Wölfe hatte verheerende Folgen für das Ökosystem, da sie die Elchpopulation beeinflusste, die rapide anstieg, was sich negativ auf die Vegetation des Parks auswirkte und zu Bodenerosion führte. Ohne Wölfe vermehrten sich die Elche, was die Lebensbedingungen für andere Arten verschlechterte. Dies führte zum Verschwinden der Biber, die auf ein komplexes Ökosystem angewiesen waren. Die Probleme, die durch das Fehlen der Wölfe entstanden, waren eine Folge der mangelnden Akzeptanz natürlicher Prozesse durch den Menschen. Die menschliche Kontrolle der Elchpopulation brachte keine langfristigen Erfolge und wurde in den 1960er Jahren eingestellt. Die Rückkehr der Wölfe im Jahr 1995 war ein entscheidender Schritt zur Wiederherstellung des Ökosystems. Die Wölfe begannen, die Elchpopulation zu regulieren, was zur Erholung der Vegetation und besseren Bedingungen für andere Arten führte. Dies bewirkte auch eine Zunahme der Biberpopulation und eine Steigerung der Biodiversität im Park. Der Tourismus, insbesondere die Wolfbeobachtung, verbesserte die wirtschaftliche Situation der Region erheblich. Trotz der Befürchtungen von Ranchern zeigten Studien, dass die Verluste von Nutztieren durch Wölfe minimal waren. Doch im Jahr 2025 verlor der Park eine Matriarchin-Wölfin, was neue Besorgnis auslöste. Die Wildtierbehörde schlug vor, den Wolfsbestand auf 450 Tiere zu reduzieren, was zu öffentlicher Kritik führte. Die Diskussionen über die Wölfe gehen weiter, und es ist wichtig, ihre Rolle im Ökosystem zu berücksichtigen, um Konflikte zwischen Naturschützern und Landwirten zu vermeiden. Die Rückkehr der Wölfe nach Yellowstone war ein bedeutender Schritt zur Wiederherstellung des Ökosystems und zeigte, wie Raubtiere die Dynamik der Tierwelt beeinflussen können. Die Notwendigkeit eines ausgewogenen Ansatzes im Wolfsmanagement wird zu einem zentralen Diskussionsthema, das die Bedeutung der Bewahrung der natürlichen Ordnung unterstreicht. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.